Herzlich willkommen, ich bin Susanne und dieses Video ist für Deutschlerner ab B1 Niveau. Ich spreche nur auf Deutsch, gelegentlich ein englisches Wort hier und da. Und das Thema dieses Videos ist Zeitwörter der Gegenwart oder temporale Adverbien der Gegenwart. Vor ein paar Tagen habe ich ein Video gemacht über Zeitwörter in der nahen Vergangenheit, aber heute geht es um die Gegenwart. Und die Zeitwörter, die ich euch heute vorstelle, sind gerade, gerade eben, soeben, in diesem Augenblick, derzeit, derzeitig, gegenwärtig, momentan, heutzutage, augenblicklich, nun und jetzt. Ihr werdet bemerken, dass viele dieser Wörter Synonyme sein können und auch austauschbar sind. Und ihr werdet intuitiv verstehen, wann und wann nicht ihr diese Wörter benutzen könnt. Bevor wir ins Thema eintauchen, möchte ich euch sagen, es schneit. Seit gestern, es schneit und es schneit und es schneit. Draußen ist es ganz weiß, eine weiße Winterlandschaft. Der Himmel ist weiß, hellgrau. Das ist auch der Moment, wo ich immer die Farben des Frühlings vermisse und mich nach den Farben des Frühlings sehne. Nichtsdestotrotz ziehe ich mich später nach diesem Video warm an und gehe auf einen Winterspaziergang, um diese weiße Magie zu genießen. Und jetzt lasst uns beginnen mit dem Thema heute. Stellt euch vor, ein Freund ruft euch an und fragt, hey, was machst du gerade Schönes? Und du kannst sagen, gerade eben sitze ich in einem Café, lasse mir einen Espresso schmecken und lese in einem Buch. Gerade und gerade eben sind Synonyme und sie drücken aus, dass jetzt in diesem Augenblick, in diesem Moment, in the very now, etwas passiert. Das Verb ist im Präsens. Du kannst auch sagen, soeben sitze ich in einem Café und lasse mir einen Espresso schmecken oder in diesem Augenblick lese ich in einem Buch. So, gerade, gerade eben, soeben, in diesem Augenblick sind Synonyme und sie drücken aus, was jetzt in diesem Moment, in the very now, passiert. Und jetzt stell dir vor, dein Freund fragt, bist du derzeit noch auf Wohnungssuche? Und du kannst antworten, ja, ich bin derzeitig noch auf Wohnungssuche. Derzeit oder derzeitig, völlig egal, das sind Synonyme. Derzeit, derzeitig bedeutet these days, at present. Und auch momentan wäre möglich. Bist du momentan noch auf Wohnungssuche? Warum nicht? Und dann fragt dein Freund, wie ist die gegenwärtige Wohnungssituation in Deutschland? Und ich kann sagen, gegenwärtig sind die Kaufpreise so hoch wie noch nie. Gegenwärtig, at present. Ich kann noch sagen, heutzutage sind die Kaufpreise so hoch wie nie oder im Moment oder derzeit oder derzeitig. All das sind Synonyme. Und jetzt fragt dein Freund, und was machst du heute noch so? Und du kannst sagen, gerade habe ich für meinen Espresso bezahlt. Ich habe jetzt die Vergangenheit des Verbes, gerade eben habe ich bezahlt. Die Handlung ist also abgeschlossen, das ist vor einer, zwei Minuten passiert. Und nun gehe ich zu einem Blumenladen. Und jetzt gehe ich zu einem Blumenladen. Augenblicklich gehe ich zu einem Blumenladen. Du kannst auch sagen, und nun bin ich dabei, zu einem Blumenladen zu gehen.
Und jetzt bin ich dabei, I'm in the process of, zu einem Blumenladen zu gehen und augenblicklich gehe ich zu einem Blumenladen. Augenblicklich, nun jetzt, in dem Falle, drückst du wieder auf, was du jetzt gerade in diesem Moment, in the very now, machst und du hast wieder Optionen. Dieses Video hat dir gezeigt, dass es sehr viele temporale Adverbien, also Zeitwörter, gibt, die du für die Gegenwart benutzen kannst. Viele sind Synonyme und pass auf das Verb auf. Wenn das Verb in der Vergangenheit steht, dann ist die Handlung abgeschlossen. Ist das Verb im Präsens, dann ist es noch im Geschehen, dann passiert es noch, entweder jetzt in diesem Moment oder überhaupt. Und ich würde mich freuen, wenn du Beispielsätze schreibst und unter dieses Video stellst. Sehr gerne gebe ich dir Feedback. Vielleicht hast du in diesem Video etwas Neues gelernt. Das würde mich freuen. Und schreib mir doch auch, ob du es bevorzugst, dass ich auf Englisch erkläre. Oder soll ich bei Deutsch bleiben? Spreche ich zu langsam, zu schnell? All das würde mich interessieren. So, ich ziehe mich jetzt an, warm an und gehe auf einen magischen Winterspaziergang. Ich freue mich drauf und ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder Abend. Und bis bald, tschüss und auf Wiedersehen.